Volkswagen braucht Geld. Dringend. Sparmaßnahmen haben bisher längst nicht gereicht. Nun wollen die Wolfsburger auf der Einnahmenseite die Schrauben anziehen. Deutsche Medien zitieren ein Händlerrundschreiben, in dem Preiserhöhungen angekündigt werden. Betroffen sind fast alle Verbrennermodelle, wie Kfz-Betrieb und die Automobilwoche berichten. Den Branchenmagazinen liegt ein Rundschreiben vor, das VW an seine deutschen Händler gesandt hat. Den höchsten Aufschlag soll es mit knapp 2.500 Euro für den frisch gelifteten Geländewagen Touareg geben. Die geringste Steigerung mit rund 500 Euro steht bei den kleinen Crossovern Taygo und T-Cross an. Die Bestseller Golf und Tiguan werden um jeweils rund 1.100 Euro teurer. Mit jeweils rund 4% fällt die Erhöhung dort relativ gesehen am stärksten aus. Unter den nicht-elektrischen Autos ist einzig der Kleinwagen Polo nicht von dem Preisaufschlag betroffen. Die E-Autos der ID-Familie werden im Schreiben nicht erwähnt. Diese vertreibt VW über ein sogenanntes unechtes Agenturmodell, bei dem die Händler keinen direkten Einfluss auf die Preise haben. Regelmäßige Preiserhöhungen sind nicht ungewöhnlich, Umfang und Höhe der aktuellen Teuerungsrunde jedoch schon. Zudem berichtet Kfz-Betrieb, dass noch im Frühjahr eine modellübergreifende Preiserhöhung bei Volkswagen nicht im Raum gestanden habe. Demnach könnte es sich bei der Maßnahme um eine Reaktion auf die aktuellen Probleme des Konzerns handeln. Volkswagen versucht seit geraumer Zeit, seine im Branchenvergleich schmale Gewinnmarge mit einem umfangreichen Sparprogramm zu erhöhen. Zuletzt kündigten die Wolfsburger an, auch betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen in Deutschland nicht mehr auszuschließen. VW selbst nennt in dem Händlerschreiben keine Begründung für die Preiserhöhung. Ob und in welchem Maße die Preise auch in Österreich erhöht werden, ist noch nicht bekannt. Eine Anfrage läuft.